In diesem Pilates Theraband Training kümmern wir uns um deinen Core, deine Bauch- und Rückenmuskulatur. Und wir beginnen so, dass du deine Beine ausstreckst und dir dein Theraband an deinen oberen Rücken legst. Du atmest ein und öffnest deinen Brustkorb. Und du atmest aus, löst wieder. Einatmen, zieh deine Arme nach außen. Und ausatmen, release. Spüre, wie sich dein Brustkorb nach außen dehnt und öffnet, wenn du deine Arme zur Seite streckst und dich leicht nach hinten beugst. Zieh ganz viel gute, frische Luft in deinen Körper hinein und versuche dabei, deine Oberschenkel locker zu lassen. Jetzt nehmen wir etwas mehr Bewegung dazu. Öffne dich wie bisher und dann strecke dich mit rundem Rücken nach vorne zu deinen Füßen. Atme ein und ausatmen, dehne dein Theraband, zieh die Hände Richtung Füße. Nimm dein Band nach vorne und lege es jetzt an beide Fußsohlen. Streck deine Beine wieder aus und kreuze dein Band, wenn es lang genug ist. Und dann öffne dich in den Twist zur Seite, rechts und links. Du beugst einen Arm, atmest aus dabei und einatmen, strecken. Dreh dich so weit zur Seite, wie du kannst. Spann deine Bauchmuskulatur gut bei jedem Twist an. Zwei kleine Pulses. Eins, zwei und lösen. Atme aus. Aus, release. Wir gehen über ins Rudern. Du hebst deine Ellenbogen an, deine Handflächen schauen Richtung Boden. Und du ziehst deine Ellenbogen und die Schulterblätter am Rücken zueinander. Atme aus, Arme beugen. Atme ein, strecke deine Arme wieder. Gleichmäßige, ruhige Atemzüge. Löse wieder und nimm einen Fuß in dein Theraband. Halte mit der Hand auf der gleichen Seite fest. Und dann streckst du den Fuß und den Arm aus. Drehst dich dabei leicht zur Seite, öffnest dich wieder. Atme aus, öffnen, einatmen, zurück zur Mitte. Lass deine Bauchdecke dabei gut angespannt. Wir wechseln auf die andere Seite. Nimm dein Band wieder an den Fuß. Und dann strecke den Fuß und öffne dich zur Seite. Atme aus und ein. Sehr gut. Löse und nimm das Band von den Füßen weg und dreh dich jetzt einmal um. Wir legen unser Band an unsere Fußgelenke. Du legst dich dazu in Bauchlage und bringst dann dein Band an den Gelenken am Knöchel an und hältst dann die Enden in deinen Händen fest. Nimm die Arme in die Luft und fliege nach oben mit den Knien und mit den Armen. Atme aus, komm hoch, einatmen, lösen, aus, hoch, ein, tief. Spann dabei deine ganze Körperrückseite an. Zieh dich so weit nach oben, wie es für dich und deinem Rücken passt. Jetzt lässt du deine Oberschenkel am Boden
beugst und streckst deine Arme. Atme aus und ein, aus und ein. Mit deinen Füßen gibst du dem Band etwas Widerstand und drückst dich dann nach oben, kommst in den Fersensitz. Langsam wieder aufrichten. Jetzt nimmst du dein Band wieder zusammen und legst dich noch einmal in Bauchlage ab. Stellst die Zehenspitzen am Boden auf und ziehst dann dein gestrecktes und gespanntes Band unter dem Oberkörper durch. Lass den Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule und atme aus, wenn du das Band Richtung Körper ziehst. Einatmen, Arme wieder ausstrecken. Letzte Bewegung und dann erhole dich wieder etwas. Bewege deine Beine. Komm als nächstes nach oben. Setz dich auf deinen Po. Und lege dein Theraband wieder unten an deine Füße hin. Dann kommst du in Rückenlage und hältst das Band mit den Händen fest und gehst jetzt mit jeder Ausatmung auseinander. Die Arme gehen über Kopf, deine Beine streckst du lang aus. Atme aus und ein. Du kannst gerne den Oberkörper anheben, wenn du mehr Intensität spüren möchtest. Ein paar letzte Wiederholungen. Dann lass deine Beine im Tabletop und öffne deine Arme zur Seite. Kleine Beugung im Ellenbogengelenk, ansonsten sind deine Arme schön gestreckt. Atme aus und ein. Jetzt machst du kleine Pulses mit den Beinen gegen dein Band. Atme aus, aus. Immer schön durch die leicht geöffneten Lippen ausatmen. Zieh den Oberkörper etwas höher und dann löse und leg dich wieder auf deiner Matte ab. Dreh dich einmal um. Leg dir dein Band wieder an deine Fußsohlen und komm dann in den Handstütz. Du lässt deine Hände auf der Matte und streckst deine Beine aus und kommst mit jeder Ausatmung mit den Knien Richtung Boden. Atme ein und strecke deine Beine wieder in die Länge. Dabei bleibst du stark in deinem Rücken und in deiner Bauchmuskulatur und natürlich auch locker und entspannt in den Schultern. Komm auf deine Unterarme. Beine wieder ausstrecken und jetzt sägst du nach vorne und nach hinten. Lässt den ganzen Körper schön unter Spannung. Halte durch. Und setze deine Knie wieder ab, komm nach oben. Löse dein Band. Und setz dich noch einmal in den Fersensitz. Platziere die Hände vor den Knien, roll up, kreise deine Schultern und setz dich dann ganz bequem auf deine Matte, kreuze die Beine und zieh erstmal deine Wirbelsäule in die Länge.
Wir atmen über die Seite ein und wieder aus. Tiefer, langer Atemzug und wieder lösen und einmal noch ganz viel Luft in den Körper ziehen und dann vor dir bündeln. Ich hoffe, dir dieses Bauch- und Rücken-Core-Training gut gefallen. Bis demnächst. Tschüss.